Also heute sehen wir hier diesen letzten Akt des Verrates, vor allem an den Wählern des Landeshauptmanns, mit der Gewissheit, dass sich die Volkspartei die Rechtsnationalisten in die Regierung holen wird und sie salonfähig macht. Dass entgegen sämtlichen Beteuerungen die Landesregierung auf ein Maximum aufgestockt wird, auch wenn das den Landtag schwächt. Und dass sie sich von Rom erpressen hat lassen, denn diese Regierung ist zum Teil in Rom entstanden und von Rom diktiert worden. Das sind symptomatische Anzeichen für das Kränkeln einer Partei, allen voran des Landeshauptmanns als obersten Verantwortungsträger unseres Landes. Und die Zeiten, als hier noch Aufbruchstimmung herrschte vor 10 Jahren, in denen ein neuer, junger Landeshauptmann hier antrat, um das Südtirol aus dem Feudalismus der Landesfürsten herauszuführen in ein moderneres Jahrtausend, vergessen sind die Gelöbnisse damals in puncto Offenheit, Nachhaltigkeit, Transparenz. Heute sitzen Sie ein bisschen da, Herr Landeshauptmann, wie ein Häufchen Elend, wohlwissend, dass Sie wahrscheinlich das Ende dieser Legislatur als Landeshauptmann nicht mehr miterleben werden. Dabei hatten Sie viel Vertrauensvorschuss, viel Wohlwollen seitens der ganzen Leute, die Sie gewählt haben, auch meinerseits und seitens vieler, die ein bisschen auf Sie gezählt haben und nun erstaunt sind, dass gewisse Werte wohl scheinbar beliebig austauschbar sind. Zum Programm selbst werde ich heute nicht viel sagen. Da werden die Kollegen sich noch genug dazu melden. Man erkennt hier und da die Handschrift der rechten Partner, vor allem da, wo das famose Wörtchen prüfen davor steht. Dieses verräterische Wörtchen, das kennen wir von den Beschlussanträgen im Landtag, das steht immer da, wenn man etwas annehmen will, aber dann nicht umsetzen. Was bei diesem Programm in einigen Punkten ja gar nicht schade ist. Die Präambel über die Grundwerte zeigt vor allem eines, wie sehr Sie Ihren neuen Freunden misstrauen. Sonst gilt eigentlich, was schon vor 5 Jahren für das SVP-Lega-Programm galt, Weltuntergangsprophezeiungen brauchen wir hier keine zu machen. Es hätte ja ein sozialliberales Programm sein können, das ist es nicht. Aber man muss auch sagen, einige Teile dieses Programms wären auch mit anderen Partnern gar nicht so unterschiedlich ausgefallen. Gar einiges, was im Programm steht, hatten wir als Team K in den letzten 5 Jahren als Beschlussanträge präsentiert, wurde natürlich alles abgelehnt. Die werden wir natürlich gerne noch einmal präsentieren, jetzt wo sie auch im Regierungsprogramm stehen. Und sonst gilt wie für das SVP-Lega-Programm von 2019 auch diesmal, nach der heutigen Kür wird es danach in der Schublade verstaut, neben dem Klimaplan und dem Gleichstellungsplan. Was fehlt, was mir fehlt, ist eine Vision. Wo soll denn Südtirol in 10 Jahren stehen? Von einer Zeitenwende, ökologisch, wirtschaftlich oder digital, ist keine Spur. Es geht hier eher um ein Weiter-so und in einigen Bereichen um ein paar reaktionäre Schritte rückwärts. Die einzige Zeitenwende sind die neuen Freunde der SVP, die Brüder Italiens, deren Fans in Rom den Saluto Romano zelebrieren, uns hier aber erzählen, die Verfechter der Autonomie zu sein. So oder so, wir werden diese 5 Jahre überleben. Und deswegen weiter zum nächsten Punkt, zur Besetzung der Landesregierung. Während die Auswahl der Fratelli auf die Kappe des Landeshauptmanns geht, das war seine Wahl, hat er dann beim Rest aber reihenweise Schlappen kassiert. Und man hat sich ein paar Mal gefragt, wieso er seine Wünsche so in der Öffentlichkeit kommuniziert hat, wenn er sie danach nicht durchsetzen konnte. Von der 8er-Regierung zu den Landesräten Gennacaro, Landesrat Schuler und so weiter. Gewonnen hat am Ende dann doch wieder der Bauernbund und der reaktionäre Teil seiner Partei, die eigentlich die großen Wahlverlierer waren. Ob dann jemand wie der Landeshauptmann, der bei der Regierungsbildung die eigene Partei so falsch eingeschätzt hat, in Rom die Situation besser einschätzen kann, sei dahingestellt. Der Bauernbund hat so seinen Walcher bekommen, daran hatten wir kaum einen Zweifel, und so quasi als kleine Trotzreaktion gleich noch den Tourismus als ungewünschtes Ei dazu, was den HGV natürlich besonders freuen wird. Die Betten werden also weiterhin nur bei der Hotellerie gestoppt werden, aber der Luis kennt sich ja bei Urlaub am Bauernhof und Airbnb, der er selbst betreibt, bestens aus, Stichwort leistbares Wohnen. Ein Mega-Ressort bekommt der neue Landesrat Brunner und den Sport gleich dazu, weshalb natürlich Spekulationen über den Nachfolger des Landeshauptmanns schon in diese Richtung gehen. Da könnte er sich bei Kollege Gennacaro ein paar Tipps einholen, der weiß genau, wie man das Sportressort ganz effizient für Klientelpolitik verwenden kann. Das Landespresseamt wird ja auch schon entsprechend umgebaut. Und der Betonbrunner hat auch die ganze Nachhaltigkeit bekommen, wo er ja nicht gerade als der Verteidiger der Brixner Wiesen aufgefallen ist. Raumordnung, Landschaftsschutz und Umwelt, wobei Landschaft und Umwelt
sicher damit der Raumordnung untergeordnet werden. Man sieht auch daran, welchen Stellenwert die Nachhaltigkeit für den Landeshauptmann eigentlich wirklich hat. Die Energie bekommt er auch gleich mit. Das ist Chefsache, wohl wissend, dass heuer die Ausschreibungen für die großen Wasserkraftkonzessionen fast alle fällig werden. Und ein Tipp, hier wäre mal dringend beim Landesamt für Wasserkraft vorbeizuschauen. Dort sitzen Leute, die mit viel Einsatz arbeiten. Aber zählen Sie mal, wie viele Leute mit Erfahrung dort sitzen, um milliardenschwere Ausschreibungen zu machen. Und bitte, ja, kein Rennregister in diese Ausschreibung hineingeben. Sonst braucht man wieder teure Mantinis, um das alles gerade zu biegen. Diesmal könnte aber auf der Gegenseite nicht nur ein böser Gatterer stehen, sondern börsennotierte Unternehmen aus dem Energiesektor mit einem ganzen Heer an Mantinis. Außer man schafft es, sie schaffen es, die Ausschreibungen so zu gestalten, dass nur mehr ein gewisses lokales öffentliches Unternehmen daran interessiert ist, teilzunehmen. Ich hatte ja versucht, ein paar Änderungsanträge zu diesem Gesetz in den letzten Monaten einzubringen, die wurden natürlich abgelehnt. Daniel Alfreider wurde folgerichtig mit der Mobilität wieder bedacht, nachdem er im Sektor ein noch nie gesehenes Chaos angerichtet hat. Den Tourismus hätte er auch bekommen sollen, damit die Touristen weiterhin gratis fahren und überall touristische Seilbahnen entstehen. Daraus wurde aber nichts, aber er war ja schon mit der Star und der Sasa und den Entwertern überfordert. Der Hubert Mesner ist eigentlich kompetenzmäßig der Einzige wirklich am richtigen Platz. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Durchhaltevermögen. Er erbt einen Sanitätsbetrieb, der am Kollabieren ist, seit auch hier der Landeshauptmann die Agenten übernommen hat. Jetzt fehlt ihnen eigentlich nur noch der Scheel. Ironie beiseite, rein operativ wäre er nicht die schlechteste Lösung, aber für den Landeshauptmann politisch wohl nicht tragbar. Uli Meier bekommt, man würde in Rom sagen, ein Ministero senza portafoglio, ein Ministerium ohne Brieftasche oder besser gesagt ein Assessorat ohne Amt. Man sagt, sie sucht gerade noch nach der Adresse der Landesabteilung für innere Sicherheit. Bekommen hat sie aber den Wohnbau, Hut ab, da kann man viel tun, immerhin. Als Bozenerin ist dir sicher der Ernst der Lage bekannt. Leicht haben wirst du es nicht, aber wir hoffen, dass endlich was weitergeht. Leicht haben wirst du es nicht aus mehreren Gründen, denn wenn man Bozen nach Westen erweitern will, Richtung Kaiserau, dann wird Kollege Walcher was dagegen haben, wenn einem Obstbaum ein Blatt gekrümmt wird. Der würde lieber die Familienwohnungen in der Industriezone bauen. Wenn man nach Süden will, Richtung Leifers, was logisch wäre, dann wird Kollege Bianchi was dagegen haben. Der würde am liebsten eine Umfahrung bauen, dass die Bozener durch Leifers gar nicht durchfahren, geschweige denn dort wohnen. Und so wird sie dann auch zum Betonbrunner pilgern, in der Hoffnung, es gäbe ein planungsurbanistisches Instrument, um ein paar Baugründe zu finden, um ein paar Kondominien aufzustellen. Im Landesinteresse geht sowas bisher nur für die Alpitronik, auch dort nur mit 5 Jahre langen Pannen, aber nicht für Wohnungen für Menschen, das ist nicht vorgesehen bis jetzt. Achammer bleibt eigentlich da, wo ihn niemand mehr wollte, in der Schule. Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen erhält er den Denkmalschutz, das passt irgendwie zu Kultur und Innovation und noch irgendwas. Ein Verlierer auf jeden Fall in der Verteilung der Ressorts, trotz seines rechtzeitigen Seitenwechsels lange vor den Wahlen. Und dann wäre da die Deeg, aber halt eben nur fast. Sie hatte sich von Schule abgeschaut, er hatte richtig erkannt, ein Politiker erhält Applaus, wenn er stirbt, zurücktritt oder verzichtet. Und der Verzicht ist hier noch die beste von den 3 Optionen. Es hat dann aber irgendwie doch nicht ganz geklappt mit dem Applaus. Auf jeden Fall war der Verzicht kohärent für jemanden, der bis vor kurzem den Anspruch hatte, Landeshauptfrau zu werden und öffentlich hier doch ziemlich bloßgestellt wurde. Nun übernimmt die Kollegin Amhoff dieses, laut Aussage von Waltraud Dick, völlig absurde und unnötige Ressort. Und der Landeshauptmann hat sich hier wohl nicht ganz bewusst selbst in eine größte Gefahr gegeben. Denn was wäre gewesen, wenn die gute Magda Nein gesagt hätte? Er darf sich nun bei ihr bedanken, dass sie sicher nicht aus Lust, sondern aus Parteitreue diesen Job übernimmt. Die Deeg fällt übrigens in die Regel, die Thomas Wiedmann vor 2 Wochen hier beschrieben hat, die Zero-Budget-Regel. Wenn du gefügig bist, dann erhältst du Budget und sonst eben nicht. Und dieses Budget geht diesmal ganz klar an Rosemarie Palmer, Vize-Landeshauptfrau und Soziallandesrätin, die Gewinnerin dieser Runde. Ohne die Arbeit, was ein bisschen absurd ist, hier ausgegliedert zu haben, ihre Kompetenz kann und muss sie noch beweisen. Und übrigens, Landeshauptfrau, das darf man noch sagen, auch wenn diese innovative Landesregierung jetzt das Gendern verbieten wird. Wie von Rom beschlossen, sitzen 2 Italiener, und zwar die 2 von Rom gewünschten in der Landesregierung. Bianchi, che è il Bessone 2.0, ma a differenza di Bessone possiamo essere certi che quel poco che potrà fare con le sue competenze che ha preso
ben più saprà fare con l'esperienza di marketing politico maturata all'Aives. Galateo invece, complimenti, lui ha avuto molto più di vettorato, ha scambiato energia e ambiente che vanno al Pruner in cambio dell'economia, dove effettivamente si può fare molto e si vede chi a Roma conta davvero. La domanda più che altro è se siamo ancora così speciali se prendiamo ordini da Roma. In ogni caso il povero compaccio non sembra così appesantito dal governare con la destra, anzi pare che proprio la destra italiana sia il suo alleato più affidabile e quello che lo difende di più, senz'altro più dei suoi. Kein Platz war damit mehr für Gennaro, der bekommt ein Phantomressort und zwei Versorgungsposten, der darf überall reinfunken, aber nicht wirklich etwas entscheiden. Für ein paar Pressefotos reicht es immer und 2025 sehen wir ihn dann sowieso wieder in Bozen. Vor ein paar Jahren hatte ich einmal prophezeit, dass die Landesregierung, die von 2018, 2019 nicht in gleicher Form das Legislaturende erreichen wird, und damit hatte ich dann recht. Diesmal befürchte ich, Herr Landeshauptmann, dass Sie es nicht ans Ende dieser Legislatur schaffen werden. Ich glaube nicht, dass das eine Landesregierung für die nächsten 5 Jahre ist, die uns heute hier präsentiert wird. Das ist eher ein Verlegenheitskabinett, mit dem Arno Kompatscher einen wackeligen Frieden wahren und sich selbst ins Ziel retten will. Sein erklärtes Ziel ist ja, die Südtiroler Autonomie auszubauen, was wir, glaube ich, alle hier auch unterstützen würden, gerne unterstützen werden, und verloren gegangene Kompetenzen wiederherstellen. Das ehrgeizige Ziel aber, in 6 Monaten soll es soweit sein. Das wird von Bozen aus noch schwerlich gelingen, allen diesen großspurigen Ankündigungen zum Trotz. Und so werden wir auf jeden Fall vor Ablauf seiner letzten Amtszeit, vielleicht in 6 Monaten und vielleicht etwas später in 3 Jahren, wenn die Parlamentswahlen anstehen, auch mit leidvoller Miene hören, dass es in Rom wohl den Einsatz für die Autonomie brauchen wird, weil wir in Südtirol einfach keine Zuständigkeiten haben. Aha, eine Neuigkeit. Und wenn ja, das Risiko besteht, dass er auch schon vorher von der eigenen Mehrheit abgeschossen wird. Erpressbar ist er leider von allen Seiten. Es braucht nur 2 aus der Koalition, um sich querzustellen, und er geht baden. Und wie wir gesehen haben, wie viele der eigenen Leute Arno Kompatscher in den letzten Wochen vergrault hat, dann stellt sich die Frage, wie stabil das Ganze hier ist. Und Herr Landeshauptmann, vielleicht schauen Sie sich besser jetzt schon nach einem Rettungsring um. Aber wenn Sie bei ehemaligen Parteikollegen anklopfen müssen, um Ihren Untergang abzuwenden, dann wäre das wohl der Super-GAU. Der Landtag darf inzwischen einmal mehr für Versorgungsposten herhalten und die 6er-Kommission gleich mit, wo man hier sich die Autonomie auf die Fahnen geschrieben hat, dann muss die 6er-Kommission, die wichtigste Kommission für unsere Autonomie, auch hier noch für den Posten Schacher dienen. Zum Abschluss, die Autonomie in Europa ist immer mehr in Gefahr. Überall rücken rechtsextreme Parteien vor. Überall gehen auch, Gott sei Dank, immer mehr Menschen auf die Straße, um dagegen zu protestieren, auch hier bei uns. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sich ganze Bevölkerungsschichten von der Politik zurückziehen. Menschen, die Partizipation mittlerweile als Last empfinden und sie vor allem den Eindruck haben, dass ihre Stimme eh nicht gehört wird. Beweis dafür sind eine schwache Wahlbeteiligung und auch, das wissen wir alle, die immer schwierigere Suche nach politischem Personal. Der Rechtspopulismus ist dabei weniger die Ursache, sondern mehr die Folge dieser Entwicklung. Wir sollten hingegen die Vielfalt in unserer Gesellschaft stärken, um besser gefeit zu sein gegen jene, die behaupten, im Namen des Volkes zu agieren, als ob es dieses Volk als homogene Einheit überhaupt geben würde. Und während Sie, Herr Landeshauptmann, das Spiel der Ersten, der Rechtspopulisten, mitspielen und Sie auch hier in Südtirol etablieren durch diese Allianz, werden wir hier versuchen, dagegen zu steuern. Wir werden uns nicht zurückziehen, wir werden versuchen, die Leute mitzunehmen in der Überzeugung, dass die Menschen über die Politik gemeinsam ihre Zukunft gestalten wollen, wenn man ihnen das Gefühl gibt und die Gewissheit, dass sie gehört werden. Wir werden in den Kernthemen Sanität, Wohnen, Nachhaltigkeit, Lebenskosten, gerechtere Verteilung des Reichtums in Südtirol unsere Vorschläge einbringen, so wie wir es immer getan haben. Wir werden hier sein, wenn diese Regierungskoalition im Laufe der Legislatur beginnen wird, sich an inneren Streitigkeiten zu destabilisieren. Wir werden hier sein, sollte der Landeshauptmann irgendwann das Handtuch werfen müssen. Wir werden hier sein, wenn es um Europa geht, nicht nur bei den nächsten Wahlen, weil wir an die nächste Generation denken. Wir werden hier sein bei den Gemeindewahlen im ganzen Land. Und wir werden hier sein, wenn bei den nächsten Landtagswahlen die SVP die Rechnung präsentiert bekommt.
Bis es soweit ist, werden wir hier im Landtag aus der Opposition heraus euch Paroli bieten.